So, Leute, es geht weiter mit Drainage 2, das Vermächtnis. Ich habe euch ja versprochen, dass wir alle Secrets lösen werden. Und ja, ich bin wieder mal nicht alleine. Mich begleitet nämlich. Ich bin der, der ihn begleitet, wie auch beim letzten Mal. Craft 1, 2, 3, 5, 4 wieder mit am Start hier. Und ja, wir gucken mal, ob wir uns da nicht wie die ganz Bekloppten anstellen und ja alles auf der Reihe kriegen. So ist es. So, ich habe euch ja versprochen, dass wir alle Secrets lösen werden. Hier beginnt nämlich das erste Sort-1-Secret-Boss. So, also ich erkläre erstmal, wie man den bekommt. Auf dem Weg zu Korypheus gibt's kleine Zettelchen, die ihr lesen müsst. Was man aber dazu sagen sollte, dass ihr nicht dahin gehen sollt, wo dann das Tor hinter euch zugeht und ihr gegen diesen Typen kämpft, wo der am Ende das Schwert bekommt, denn dann könnt ihr hier nicht mehr zurück. So, dann, wenn ihr nämlich alle Zettelchen gelesen habt, kommt das hier, ein pulsierender Obelisk. Wow. Wir drücken das Ding zusammen und der Kampf wird losgehen. Achso, wir sind nämlich jetzt im Akt 3 ein bisschen stärker und aufgepimpter und Bethany begleitet uns mal heute. So, dann wollen wir mal starten. Bist du bereit? Natürlich. Dann wollen wir mal. So, da haben wir einen, der ist unantastbar. Den können wir erst angreifen, wenn wir alle seine kleinen Geisterskelette zerstört haben. So. Eigentlich, wenn man aufgepimpt ist, keine große Herausforderung. Ja, man sieht's. Momentan, es sieht noch so aus. Also ich habe meinen Probekampf gemacht. Man will ja nicht, dass man mitten in der Aufnahme irgendwie stirbt. Und ja, ich hatte schon ein paar Probleme mit denen, aber es wird ein spannender Kampf. Das kann ich euch schon mal versprechen. Momentan sieht das noch sehr leicht aus. Wir müssen seine kleinen Geisterschergen zerstören, bevor wir ihn angreifen können. Oh, wir werden mit Pfeil und Bogen bekämpft. Ich sollte mal geheilt werden. Nein, das ist falsch. Das ist 5. Nein, Doppelklick schon wieder. Kannten wir schon mal. So. Bethany sollte meinen Trank nehmen, von denen ich noch genug habe. So, jetzt geht's los. Unser Gegner ist Namrevles. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber er heißt und er sollte weggehen. Und wir kommen mit. Und ich habe was abbekommen. Und er auch. Also, eigentlich vom Prinzip her ein leichter Gegner, aber das wird noch im Laufe der Zeit schwieriger. Nicht umsonst ist das ein Secret Boss. Aber du hast ja auch schön vorsorglich mit anständig viel Heiltränken eingedeckt. Ja, und Champions-Rüstung noch zur Sicherheit mitgenommen. So, erstmal versorge ich sie mit Lyrium-Tränke und kloppen weiter. Und er geht wieder in Rache, das soll er nicht. Na, die muss ich jetzt. Na, das sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus für mich. Achso, er kam nicht dazu. Sehr gut. Also, auf den ersten Eindruck sieht er, naja, nach nichts Besonderem aus. Oh oh. Zur Seite. Er kann sich nicht bewegen. Gut. Und er geht dann mal wieder in Rache. Warum tust du das? Habe ich in den Einstellungen irgendwie versagt oder was habe ich getan, dass du mich hasst? So, noch ein Trank. Bleibt so. So. Man sieht schon, sein Leben neigt sich langsam dem Ende. Aber da haben wir es. Der Typ, mit dem Typen sind wir noch lange nicht fertig. Als ich in ein Geistdrachen kann man das nennen, verwandelt und hat uns ein. Was hat er uns da?
Dämon des Torns hat er und Doppelklick. Gefährlich, also wenn man hier nicht aufpasst, kann man hier ganz schnell abkratzen. Auf jeden Fall, Dämonen des Zorns sind auch schon so keine gern gesehenen Gegner. Ich mochte sie auch nicht. Wenn man ehrlich ist, ich mochte sie von Anfang an nicht. So. Das Wichtigste ist, wir versorgen Bethany und Anders mit genügend Mana-Tränke, damit sie schön Schaden raushauen. So, du schießt auf ihn. Machst die 8. Und dann spielst du Biancas Lied. Damit du ein bisschen schneller schießt. So. Also man sieht, der hält eine ganze Menge aus. Aber hat auch, wenn man ehrlich ist, nicht viel drauf. Und er kann auch Flammen speien. Und wir können uns nicht heilen. So, doch, jetzt können wir uns heilen. Ja. Vielleicht sollten wir auch mal unseren Hund zur Seite rufen. Ah, der geht auf Eric. Nicht gut, nicht gut. Gleich ist er hin. Erst aber gleich. Da kann sich noch viel tun. So, hauen wir den Typen mal zu Stücke. Ich glaube, die Mana-Trink brauchen wir nicht, wenn er schon jetzt zu Boden geht. Und was ist dann los? Er verfolgt Varric. Na? Na? Ah, lass Varric in Ruhe. Okay, das war's auch. Man sieht, die XP-Punkte haben sich echt gestiegen. Oh ja. Und wir gucken, was er uns gegeben hat. Er hat uns Verletzungstränke, Heiltränke und ein Qual. Ein Magie, 13 Feuerschaden, 13 Elektrizitätsschaden und Geistschaden. Dann haben wir noch den Ich-Ohr. Wow. So, den schauen wir uns gleich an. Gleich geht's hier weiter mit was geht's weiter? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir sehen uns gleich beim neuen Secret wieder. Bis dahin, hier Leute. So, alle Leute, wir haben das zweite Secret gelüftet. Nämlich das hier. Da ist die geheiligte Urne. Beim letzten Mal haben wir sie entweiht. Daraufhin haben uns, was ist passiert? Uns haben auf einmal tausende Dämonen aus allen Ecken angegriffen, weil wir eben den Altar von ihrem Gott entweiht haben, geschändet haben, anstatt die 4 Opfergaben dazu platzieren, genau. Weil wir hatten ja nur 3. Genau, das fanden die nicht gerade sehr souverän, aber dafür haben wir XP abgestaubt. So, und das war der Platz. Hier erinnern wir uns, waren die Tieflauer gegen die Spinnen. Wir hätten hier einfach nur reingehen müssen, das nehmen müssen und dann wieder zurück. Also, klingt sehr leicht, aber wenn man sich auf das Kämpfen und so konzentriert, da bleibt dir nicht viel Zeit für Umschauen. Das ist richtig. So, jetzt schauen wir mal an, was passiert, wenn wir jetzt alle 4 Opfer da platzieren. Die anderen 3 habt ihr bestimmt in meinen anderen Parts gesehen. Wenn nicht, schaut sie euch an. Und mal schauen, was passiert. Feuer! Und Explosionen. Wow, wow. Und ein Licht. Das Ende. Bald. So, was eine haben wir da Welt mit uns genommen? Erstmal 4 Gold. Dann haben wir Kette des Büßers genommen. 1 Konstitution, 1 Rüstung, 4% Erzeugung von Bedrohung. Hört sich jetzt irgendwie, nicht gerade nach das an, was wir jetzt hier gebraucht hätten, aber ich glaube, im ersten Akt hätte uns das mehr gebracht. Das wird so sein, ja. So, ich muss jetzt ein bisschen weiterspielen, damit wir zum letzten Secret kommen, das für mich eigentlich das komplizierteste ist. Und ja, wir sehen uns dann. See ya, Leute. So, wir kommen zum letzten Secret,
das ein bisschen kniffliger ist als das, als die zwei letzten. Nämlich, ihr erinnert euch bestimmt an dieses kleine Mini-Rätsel. Das war nämlich nicht alles. Ich werde euch nämlich zeigen, was noch passiert. Wir erinnern uns, das möchte ich gerne noch schnell zeigen. Ich glaube, daran erinnerst du dich auch noch. An diese Barriere, die uns da gestört hat. Die blaue, man sieht's. Natürlich. So. Unsere Aufgabe, das habe ich einfach nicht bemerkt, aber das war auch sehr schwierig. Es gibt drei Energie, vielleicht. Die müssen wir erstmal aktivieren. Da ist einer. Wo war noch einer? Hier hinten war noch einer. Man muss erstmal zeigen, natürlich, wo das ist, damit die Leute das beim nächsten Mal auch wissen. So, kann jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Moment, Moment, wir sind gleich da, wir sind gleich da. So, genau. Hier war noch einer. Oh, der leuchtet rot. Ja, der andere war blau. Und noch einer. Moment, also das braucht alles seine Zeit. Denn das, was jetzt kommt, ist alles, ist da alles über unsere Grenzen. Also es geht über unsere Grenzen, weil da müssen wir wirklich knifflig denken. Und hier ist das Letzte. Es ist gelb. Und leuchtet, yeah. Genau. So, man fragt sich bestimmt, was ist jetzt passiert? Ich zeige es euch. Wir gehen zurück an der Stelle, wo wir das kleine Rätselchen gelöst haben. So, ich verdecke natürlich, ein kleiner Überraschungseffekt soll da sein. Und... Dum, dum, dum. Ta-ta-ta-ta! Wow. Wir sehen noch mehr Strahlen. So, unsere Aufgabe ist, alle Strahlen richtig zu machen. Also alle müssen auf gleichzeitig ja aktiviert sein. Nur so können wir durch die Barriere durch. Eine ganz schwierige Aufgabe. Da, wenn wir jetzt einen schaffen sollten und den anderen nicht, müssen wir den so verbiegen, dass es auch geht. So, das ist eine Barriere, die wir schon fertig haben. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, taktisch denken. So, mal gucken. Hier kommt zum Beispiel die erste Flamme. Dann wäre es logisch, wenn wir das... Moment. Nein, so wollte ich das jetzt irgendwie nicht. Also man sieht schon, da muss man schon ein bisschen... Ah, so, genau so wollte ich es. Gut. So, dann nehmen wir das hier. Also wir müssen versuchen, Stück für Stück zu machen. Nur so, glaube ich, können wir es schaffen. So, das lässt sich nicht drehen, das ist schlecht. Wir drehen dann noch einmal. Man sieht, auch das hier ist nicht gelöst. Das heißt, alle müssten wirklich ineinander stecken, nur so funktioniert's. Also, das bringt uns nicht, wenn wir drei Barrieren haben und eine steht da noch. Also, das bringt uns rein gar nichts. Mein Problem ist jetzt einfach, dass wir gerade ein Rätsel zu lösen haben und du ein fettes Schwert auf dich hast. Ja, ja. Das ist auch noch so ein kleines Rätsel, aber das Hauptproblem bleibt noch bestehen. Na? So, ja. Toll. Und jetzt? Schön bunt auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt haben wir ein kleines Problem. Obwohl, wir könnten das doch so machen, oder? So könnten wir das doch.